Ja, das ist MS DOS Manfred. Er hat's nicht so mit Menschen, aber besitzt den einzigen Personalcomputer im Großraum Köln. Personalcomputer sind sowas wie sehr komplizierte Taschenrechner, an die ein Röhrenmonitor und eine Schreibmaschine angeschlossen sind. MS DOS 3.1 ist das neue Betriebssystem von Microsoft, das nicht so unpraktisch ist wie Windows 1, was sich sowieso nicht durchsetzt. Man sagt, er könne Wunder vollbringen mit MS DOS. Ja, das ist MS DOS Manfred. Manfred. Zuerst schaltet Manfred seinen 286er an. Er ist sehr stolz auf das Gerät, denn es war sehr, sehr teuer. Dafür hat aber auch die größte Festplatte Westdeutschlands eingebaut, mit einem gigantischen Speicherplatz von 20 Megabyte. Die Startphase seines Supercomputers dauert 19 Minuten. Zeit genug, um schon mal den Nadeldrucker mit der selbst eingebauten Schnittstelle zu verbinden und die 40 Installationsdisketten für das Grafikprogramm zu sortieren, das er in monatelanger Nachtarbeit selber programmiert hat. Jetzt noch den Prozessor in den BIOS-Einstellungen übertakten, um seinen 286er zu grafischen Höchstleistungen zu peitschen. Gleich geht's los. Mit dem BIOS kennt sich Manfred leider gar nicht aus. Darum braucht er die Hilfe einer lebenden Computerlegende. Die Rede ist von BIOS Bernhard. BIOS Bernhard. Die zwei Experten übertakten den Prozessor. Der Computer läuft, doch jetzt muss MS-DOS Manfred noch über die Eingabeaufforderung die DOS-Shell-Exe bearbeiten, damit sein Grafikprogramm läuft und er in der Lage ist, per Computer das Bild eines echten Menschen auf Papier zu drucken. Oh nein, BIOS Bernhard bemerkt einen Anstieg der Prozessortemperatur, hat sich wohl eine Wollmaus im Netzteillüfter verfangen. Scheiße, ein Blick ins Gehäuse bestätigt den Verdacht. Die Hauptplatine ist wohl endgültig im Arsch. Wir brauchen Ersatzteile und das ist ein klarer Fall für Hardware. Hans-Peter. Manfred, BIOS Bernhard und Hardware Hans-Peter schrauben seit 53 Stunden am 286er. Zum Glück befindet sich keiner von ihnen zurzeit in einer festen Beziehung, sonst hätte sicherlich längst jemand den Ausschalter auf der Steckerleiste gedrückt. Nach Neueinbau der Hauptplatine kurz noch die Festplatte in den Slave-Modus geswitcht und eine DOS-Neuinstallation. Hurra, jetzt ist der Computer endlich heile. Ah, Mist, nur die Grafikkarte hat einen Wackelkontakt. Da kann eigentlich nur noch einer helfen, denn kein anderer in Mitteleuropa repariert Wackelkontakte wie er. Er ist Lötkolben Ludwig. Fünf Lötzinnrollen später läuft alles wieder. Gluck, 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 lecker Filterkaffee. MS-DOS Manfred programmiert sein Programm. Jetzt noch die Print-Taste drücken und dann wird's ernst. MS-DOS Manfred. Manfred. Lötkolben Ludwig, MS-DOS Manfred, BIOS Bernhard und Hardware Hans-Peter schauen gespannt auf Manfreds Nadeldrucker. Nach bangen Minuten ist es dann soweit. Das Endlospapier bewegt sich. Die Druckernadel bewegt sich. Er druckt! Er druckt! Hurra! Er hat's geschafft! Er hat's endlich geschafft nach nur 15 Tagen! Ein Bild wird gedruckt! Well done! MS-DOS Manfred! Keep on rocking! Und das ist das gute Stück. Ein Bild vom Computer gemalt.